Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Birgit Franka, ich bin Verlagsleiterin beim Karl-Überreuther Verlag und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind und mit uns ein ganz großartiges Buch aus der Taufe geben. Die Medizin und ihre Feinde. Wir freuen uns sehr, die Autoren dafür gewonnen zu haben. Ich möchte mich jetzt auch gleich ganz herzlich bedanken bei den wunderbaren Autoren. Lieber Herr Professor Zielinski, vielen Dank, dass Sie den Sprung ins Populäre gewagt haben. Die populäre Autorenschaft. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Lieber Herbert Lackner, du bist ein langjähriger Autor unseres Hauses. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide gemeinsam ein tolles Buch geschaffen habt. Liebe Eva Linsinger, vielen Dank, dass Sie uns heute hier begleiten und moderieren. Liebe Damen und Herren vom Kreisgeforum. Es sind nur Damen. Danke, Entschuldigung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte vielleicht gleich noch dazu sagen, das wunderbare Buch ist draußen, wie Sie gesehen haben, käuflich zu erwerben. Das muss ich dazu sagen, ist schließlich mein Job. Ich muss ja schauen, dass die Herren ein Honorar kriegen. Und ein Danke an den Verlag, ein Geld verdient. Nein, aber wichtig ist, es wäre, wir hoffen, es interessiert Sie, es wäre draußen käuflich zu erwerben. Wir haben natürlich auch mit die drei Bücher von Herbert Lackner, eine tolle zeithistorische Trilogie. Ja, und jetzt darf ich Ihnen viel Spannung und Freude und Interesse wünschen bei der großartigen Diskussion. Dankeschön. Es erübrigt sich zwar fast, die beiden Herren vorzustellen, ich mache es trotzdem kurz, alphabetisch. Herbert Lackner, langjähriger Journalist, deswegen für alle, die sich wundern, sind wir auch per Du. Herbert hat gesagt, es glaubt uns kein Mensch, wenn wir heute Abend einfach so tun, als ob wir bei Sie wären. Er war lange bei der Arbeitszeitung, dann lange Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil. Seit er in Pension gegangen ist, bei dem muss man wirklich sagen, im Ruhestand ist er, schreibt er weiter, nicht nur journalistisch, sondern auch viele Bücher, historische Bestseller, Sachbücher. Und auch dieses Buch, soweit kann man sagen, ist nicht nur sehr informativ, sondern auch vermutlich zu lesen. Erstmals in der Co-Produktion mit Professor Zielinski, Ihnen allen bekannt als Mediziner, als Universitätsprofessor, der sehr viel Expertise einbringt. Wir wollen heute über dieses Buch diskutieren und haben gesagt, wir beginnen ganz aktuell. Jetzt sorgen gerade Wahlergebnisse der MFG, der Impfgegner, Corona-Gegnerliste, für Aufsehen, die eigentlich gar kein Parteiprogramm haben, außer dass sie Impfen für schädlich halten. Und was viele Leute wundert, sogar bei den Ärztekammerwahlen sind sie erfolgreich. Zuerst in Wien, dann in Niederösterreich. Sie beide haben jetzt ein Buch geschrieben über Wissenschaftsskepsis, über die Feinde der Medizin. Sind die Feinde der Medizin sogar in der Medizin zu finden? Und wie gibt es das? Ich glaube, dass das eine verblüffende Tatsache ist. Allerdings, wenn man sich mit ihr auskennt, ist sie nicht so verblüffend, denn warum sollen Ärzte nicht genauso wie Schauspieler, Autokäufer, Eiskasten, Lieferanten nicht auch blöd sein dürfen? Das wäre ein Vorurteil. Natürlich gibt es dumme Ärzte. Natürlich gibt es Ärzte, die, sagen wir, eine gewisse Intelligenz, Mobilitätsdefizit haben oder auch ein Bildungsdefizit haben. Ich glaube, darum geht es in Wirklichkeit in der ganzen Geschichte. Ich glaube, wir haben insgesamt im Land ein Bildungsproblem, das sich auch in der Medizin durchschlägt. Wir haben, da habe ich die Ehre gehabt, das mehr oder weniger passiv begleiten zu dürfen, als Rektor Schütz seinerzeit, die das Medizinstudium völlig geändert hat. Bis dahin waren wir, glaube ich, knapp vor Uganda oder hinter Uganda wahrscheinlich. Jetzt hat sich das extrem viel gebessert. Natürlich ist die Medizin eine wissenschaftliche Angelegenheit.
es ist nicht so, dass man in irgendeiner Art und Weise mit dem Studium fertig ist und die Sachen fertig und unter der Anfang hat und die Sachen alle erledigt. Das hat man natürlich nicht. Sondern Wissenschaft, genauso wie medizinische Wissenschaft, bedeutet letztlich das Vorkommen und das Suchen nach der Wahrheit. Nicht das, den Besitz der Wahrheit. Das Suchen nach der Wahrheit ist eine wissenschaftliche Angelegenheit, die man auch verfolgen muss. Denn es gibt kein Dogma, das nicht umgestoßen werden kann, allerdings mit ähnlichen und falsifizierbaren Methoden. Schon Popper hat das geschaut. In dem Moment, wo wir falsifizierbare Methoden haben und ein Dogma dann umstoßen können, ist alles Paletti. Wenn wir aber Meinung statt Wissenschaft haben, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass manche dieser Herren und Damen ein Problem haben. Ich habe auch ein Problem, dass 12% der gelassenen Ärzte in Wien, glaube ich, was das letzte Mal, 12% der gelassenen Allgemeinmediziner für die sich gegen die Partei gestimmt haben, ist ein Schrecken, ne? Da gab es 12%, oder? Das ist ein Schrecken, und 6% der angestellten Ärzte, Fachärzte in den Spitälern auch, das ist ein paar hoch. Es hat zwei Wahlen gegeben, die bisher angetreten sind. In Österreich und in Eindhoven der Ips. Okay, Eindhoven der Ips ist eine große Stadt in Österreich. Dort haben sie 15% dazu bekommen, in Österreich 6%. Es wird natürlich ein übergekehrtes Phänomen sein, die jetzt sich nicht halten, die Generation. Aber wenn man die zurechnet, jetzt zur FPÖ, die 20% in den Umfragen hat, und die haben jetzt bei Bundesumfragen 6-7%, dann kommen wir auf diese 26-27%, die etwa so der harte Kern der Wissenschaftskritik sind. Das zeigt sich in allen Umfragen, 26-27% sagen, zwischen 25-30% sagen, Wissenschaft braucht man nicht. Ja, das ist, in Österreich sagt leider mehr als die Hälfte, war eine Umfrage von Eurostat, also vom Statistischen Zentralamt der Europäischen Union, die hat im vergangenen Herbst eine Umfrage gemacht und gab über 50% sagen, Wissenschaft hat mit meinem Alltagsleben nichts zu tun. Und sondern das, was das ist, müsste all ihr Handy, das ist mit der Wissenschaft nichts zu tun hat. Ja, und nichts hat mit Wissenschaft zu tun. Ne? Und auch leider sehr tragisch, dass 35% müsste ich nachschauen, wie wir der Kategorie der Österreicherinnen auch sagen, ich will eigentlich gar nichts von Wissenschaft wissen, das ist ja sicher nicht auch gar nicht. Ja? Und das ist schon irgendwie gestört. Ja? Also, wenn man nicht wissen, ob es etwas Neues gibt, was ja auch die natürlich betrifft, dass zum Arzt gehen, hier kommen sie her, natürlich das Allerbeste haben für ihre Krankheiten, klar. Ne? Aber was ist die Wissenschaft so? Es werden ja in dem Buch sehr anschaulich beschrieben, wie da Hippies, Yoga-Lehrerin neben Neonazis marschieren, alles hingegen die Impfung. Manches davon liegt fast hinreißend lächerlich, dass bei den angeblich bei diesen Demonstrationen ein flüssiges Pfizer versprüht wird oder noch schlimmer, dass durch den Kanal ins Bad geimpft wird und sonstige Arge-Sachen. Das Schlimme ist aber, wie er auch im Buch beschreibt, diese Demonstrantinnen haben fast ein Viertel der Bevölkerung hinter sich. Woher kommt denn diese große Wissenschaftsfeindlichkeitsskepsis? Das ist eine interessante Frage, dass sie vor allem im deutschsprachigen Raum so stark verbreitet ist und im deutschsprachigen Raum daher auch die Impfraten am schlechtesten sind. Das ist eine Ausnahme von Ländern in Rumänien und Bulgarien, was ganz spezifische Gründe haben mag. Ja? Aber gerade in den deutschsprachigen Raum ist die Wissenschaftsskepsis so groß wie in vielleicht gesagt, im Zusammenhang mit dem Marlin und dass wir diese deutsche Romantik und diese rückwärts genannte Nazis oder Linksgruppen, die wir darüber diskutieren, das hat alles damit zu tun, aber es ist vielleicht wirklich traurig, dass wir von allen 27 EU-Staaten in all diesen Kategorien immer noch unter den schlechtesten 30. Und bei den, in der Frage, da draußen die Wissenschaftler sind wir unter den schlechtesten 2. Die Mehrheit sagt, ach, die stehen doch alle unter einer Decke, die Wissenschaftler mit der Politik und mit der Pharma, Wirtschaft, die stehen alle unter einer Decke, da kann man nicht trauen. Das ist ja ein Schmerz. Und
Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert, diese schreckliche Erbe des 19. Jahrhunderts uns begleitet. Das hat uns ja politisch begleitet. Das 20. Jahrhundert hinein ist letztlich zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und hier haben aus der Herbe der Vorstellung zwei Richtungen sich herausgebildet. Das eine waren letztlich die Nationalen, und das andere waren die Steiner, wobei Steiner auch sozusagen seine fraglichen Qualifikationen gehabt hat, aber diese Naturreform und diese Glückseligkeit und die Befreiung von der Sekte, alles das. Das heißt, dass wir haben eine Vielzahl von Strömungen gehabt, die sicher übergeleitet haben zum 20. Jahrhundert und noch weiter. Besonders schlimm natürlich war das sicher überreichende Nationalsozialismus. Und ich habe immer wieder die Überzeugung, dass der Nationalsozialismus in Österreich und möglicherweise auch in Deutschland, aber ich glaube, weniger und die Verarbeitung ein besser aus meiner Sicht, unendlich viel angerichtet hat. Und weil unendlich lange Zeit angerichtet hat. Schon leider mit dem Schulmedizin, sagt der Markus Müller, der Rektor, das in einem Gespräch einmal gesagt, dass die Schulmedizin in Wirklichkeit ein nationalsozialistischer Begriff gewesen ist, der sich begründet hat auf eine antisemitische Überlegung, dass die verjudete Medizin quasi die Schulmedizin gewesen ist. Und das ist etwas, was wir bis jetzt eigentlich mit uns mit haben. Erst nachher hat interessanterweise, und das ist auch etwas, worauf ich hinweise, es gab da einen einzigen Umschwung in dieser Überlegung, und das war interessanterweise das Penicillin, das als Waffe verwendet wurde und sozusagen als Wunderwaffe sogar angesehen wurde, Ende des Zweiten Weltkriegs. Was es auch war. Was es auch war, natürlich. Ich weiß nicht, ob das Analyst Heinrich ist nicht an Schussverletzungen gestorben. Sondern gestorben an den Flankern des Sitzes, in dem er transportiert worden ist. Die in seine Wunde eingedrungen sind. Nun zum Glück hat es damals gerade ein bisschen gegeben für ihn. Ich kann jetzt vielleicht ausdenken, was da noch machen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt, dass da plötzlich der Umschwung gekommen ist, weil wir auch versucht haben zu definieren, wo ist plötzlich dieses... Ja, in der Nachkriegszeit, dass der Raum in die Wissenschaft plötzlich da war, alle wollten uns alle besser. Ne? Aber davor, und das wird ja auch im Buch beschrieben, gab es unter den Nazis nicht nur eine Feindschaft gegen Schulmedizin, sondern auch quasi den gesunden Körper, den gesunden Menschenverstand. Das ähnelt ein bisschen dem gesunden, starken Immunsystem, das wir jetzt vor manchen Gegnern haben. Im Prinzip war das, was wir jetzt, diese Gruppen, die wir jetzt auch marschieren sehen und die Diskussion, die wir jetzt haben, war im Prinzip die Blaupause war innerhalb der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Diskussion über die Bogenimpfung. Die gab es ja schon seit langer Zeit, die Bogenimpfung, die ist sehr früh. Einigermaßen sicher sogar gewesen, einigermaßen wirksam, bis Otto von Wies, der Reichskanzler Bismarck, 1874 im Deutschen Kaiserreich im Neuen eine Impfpflicht eingeführt. Das war eine einzige Impfpflicht, die zwei Breite gegeben hat, war die von Bismarck gegen Bogen. Und es gab den Widerstand, dieser Widerstand hat sich in zwei Strängen, die der Christoph erinnert hat, das ist eine internationale antisemitische Sache. Das kommt aus den Juden und das ist giftig und das ist die wollen das vergiften. Und die anderen waren diese Lebenskulturbewegungen, die Naturheiler, die Nudisten, die Turner, da hat es alles Mögliche gegeben. Das traf sich dann merkwürdigerweise, waren dann die Nazis, die in der ersten Phase, Himmler, Hess, dieser Oberantisemit Streicher, das waren Anhänger des Naturheilwesens. Die haben absolut umsonst die Abwertung, der gesunde Körper, das Glück, wir brauchen dieses Gift nicht in uns. Die Nazis haben diese Position dann verlassen in der Mitte der 30er Jahre mit der Aufrüstung, weil natürlich klar, dass du jetzt dann am Schlachtfeld mit homöopathischen Glücklichen nicht viel ausrichten wirst. Ne? Und dass man da jetzt auch eine ernsthafte Medizin brauchen wird. Und dann hat man dann eben Mitte der 30er Jahre dann auch begonnen, die Leute tatsächlich zu impfen.
Während vorher in den Streicherzeiten oder der Stürmer zum Strand ist, Gift und Jod tun nicht gut und so. So ähnliche Sprüche sind da drin. Sehen Sie quasi Erbinnen in der jetzigen Debatte? Da argumentieren ja auch manche der ImpfgegnerInnen, Corona-Leugnerinnen, man brauchte nur ein starkes Immunsystem oder auch ein Wurmmittel, je nachdem, auf jeden Fall nicht die Schulmedizin, auf jeden Fall nicht die Impfung, denn die schadet ja mehr, so die Diktion. Vielleicht sehe ich das vereinfacht. Aber ich glaube, dass das faschistische Menschenbild, auch in der bildenden Kunst, auch wenn Sie sich anschauen, die Architektur von Benito Mussolini, von dem Stadion in Rom zum Beispiel, diese Figur, dieser natürlich auch Realismusstadion, als dieser wunderbar gestellte, unendlich muskulöse, wunderbar ästhetisch herrliche Körper, der durch Turnierer Jahren und so weiter noch zu unendlich Höhen geführt wird, durch echt durch Kraft, durch Freude, dann auf den germanischen Rücken geführt wird. Und ich glaube, dass wir hier eine Situation haben, wo wir genauso in diesem ganzen Wahn verfallen sind, dieses wunderbaren Organismus, der alles bekämpft und sich über alles hinwächst, was in Wirklichkeit ein völliger Quatsch ist. Weil gerade das Immunsystem, das ist das Problem bei der Coronavirus-Infektion, weil es ein Überschuss ist. Weil so viele Immunabläufe freigesetzt werden, dass diese Immunabläufe dann dazu führen, dass die Lunge und andere Organe betroffen werden. Deswegen hilft ja auch das Cortison. Das ist jetzt sozusagen eine Erfindung des Jahres 2021, dass das Cortison hilft, sondern das ist auch schon verwendet in den 70er Jahren bei ökologischen Polyatrien. Aus dem Sektor-Kopf übrigens, weil das Immunsystem überschießt. Das heißt also, wir fallen die ganze Zeit, manche fallen die ganze Zeit auf einen gewissen Quatsch rein, wenn sie sich einbilden, der uns hier oben eigentlich nicht begründet ist und keine wissenschaftliche Begründung hat, sondern nur in irgendeinem Kopf entsteht und man sich fragt, wo ist dieser Kopf gewesen, als er hätte sich mehr aneignen müssen. Sehr schön. Manche hat ja diese doch sehr lautstarke, auch sehr vehemente Gegnerinnenschaft gegen Corona-Maßnahmen, gegen die Impfung überrascht. Sie schildern im Buch sehr schön, dass Sie schon früh 1992 Bekanntschaft gemacht haben. Damals ging es um den Kabarettisten Hans-Peter Heinzel, den Sie behandelt haben. Er hatte damals auch Speicheldrüsenkrebs. Und damals haben Sie schon die Bekanntschaft des Arztes Ricky Gerd Hammer gemacht, der dann später berühmt worden ist wegen des Falls Olivia. Genau. Da haben Sie schon von der germanischen Medizin etc. Bekanntschaft gemacht. Vielleicht würden Sie den Leuten, die das noch nicht gelesen haben, wenigstens zumindest geschildert, wie denn damals das erste Auftreten dieser Gruppen war. Also der Herr Hammer war ein merkwürdiges Individuum. Den ich begegnet bin, als er mit einer blutig geschlagenen Nase dieser Gruppe hier im Zweig gesetzt ist, und die arme Frau der Placebo, die eine sehr angesehene Kulturjournalistin war, sich überfahren gefühlt hat, weil sie offensichtlich gefühlt haben muss, weil dieser Arme sich ja keinerlei Konzepte gehalten hat. Saßen dann einige andere Herrschaften auch dort, und da war ein Beteiligter, der gerade aus dem Hospital gekommen ist, hat versucht, das zu trainieren. Und der wirklich dumme Herr Hammer hat in ausdrücklich simplifizierender Weise alles zu minimieren versucht, was damalige Wissenschaft bedeutet hat. Sehr lustigerweise hat er mich damals mit großer Werbe gefragt: Haben Sie jemals eine metastasierte Zelle im Blut gesehen? Nun, heute wissen wir, dass die zirkulierende Tumor-DNA einer der klassischen Nachweise von Tumoren ist. Das heißt, er war nicht nur blöd, sondern auch verhetzt, dumm und verbrecherisch. Deswegen ist er auch gesessen. Meiner Meinung nach zu kurz. Er hat dann diese Idee der germanischen Medizin gehabt und hat
tatsächlich dann auch gesagt, dass die Juden, also so ähnlich wie es der Herr gerade vorher gesagt hat, die Juden nur die arische Rasse vergiften wollen in Chemotherapie, wenn es so heißt, selbst würden sie die Grundsätze der germanischen Medizin anwenden, die er propagiert hätte. Nun, ist das natürlich ein derartig schmerzhafter Quatsch gewesen, dass ich nicht ganz sicher halten konnte. Und am nächsten Tag ist dann in der Zeitung gestanden, das war der Kurier, wo der Fernsehkritiker geschrieben hat, es war ein furchtbar langweiliges Gespräch, weil man einem Expertenstreit zuhören muss. Das war so erinnert. Dieser Mann hat dann in verbrecherischer Weise diese mitgenommen, oder sie führt oder erledigt, aber hat mitgenommen in Spanien und floh vor den österreichischen Behörden und hat versucht, sie vor der Zukunft zu schützen und hat dann das alles auf den Raum zurückgeführt. Das war die germanische Medizin. Die germanische Medizin war, dass er irgendetwas gesehen hat. Sie werden entschuldigen, ich muss das Ihnen zeigen, weil Sie ja nicht so dokumentiert sind wie ich. Das war so gegen das Lichtfeld, hat er gebürtet und hat gesagt, da sehe ich hier, da ist der Herz. Ich habe da kein Herz gesehen, aber es war auch kein Herz zu sehen. Aber das war die Idee der germanischen Medizin, dass es da hier ein Herz gibt, den man sanieren muss, weil nur durch eine Sanierung des Herzes wird man gesund. Egal wo das wäre. Und dieses arme Kind ist dann aus der Wien gekommen und unter der größten mediale Aufmerksamkeit wurde das Kind dann betreut, das war richtig schrecklich. Der damalige Krankenhaus hat eine Ethikkommission eingesetzt, die das begleiten musste, die Therapie des Kindes. Der Professor Pollack hat sich da sehr was verdient, aber der schreckliche Klinik dann war auch damals schon da. Und wir haben versucht, gemeinsam irgendwie dort hinzukommen, aber sie sind beschimpft worden. Ich glaube, es steht noch immer auf der Homepage vom dem Vater des Kindes, glaube ich, steht noch immer als Verbrecher. Und jetzt kommt die Überschrift. Dieses Kind wurde geheilt, nicht deswegen, weil die Medizin es geheilt hat, sondern weil da endlich gegriffen haben, die Intervention des Erhabenen. Der Vater Bilha, der Name ist gestorben inzwischen, der Vater Bilha führt diese germanische Medizin vor. Es hat die österreichische Journalistin, Christopher Federspiel, die vielleicht immer von Ihnen kennt, hat dann errechnet, dass er ungefähr 500 Menschen gewesen hat. Also 500 Leute sind gestorben. Er hat eine Klinik, eine Krebsklinik, unter Anführungszeichen in Deutschland. In Deutschland in Lehrhahn sind praktisch alle bis auf sieben. Also es ist ja, sieben haben, nach einem Jahr haben von den 58 Patienten noch sieben gelebt und denen ist es sehr, sehr schlecht gegangen. Natürlich. Sie haben auch eigentlich sehr schmeichelhafte anonyme Briefe bekommen, die mich dann beschimpft haben, die waren alle in den gleichen Buchstaben, die zu schreiben, als das was wirklich wieder witzig. Ich habe dann an den Hügel gekommen und so gesagt, haben wir ein Bild von wem? So. Im Jahr 1992, also das war noch vor dem Bilha-Fall, hat sie im österreichischen Nationalrat eine Anfrage an die damalige Gesundheitsministerin gegeben und die Anfragerin war die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic, die gesagt hat, warum Ministerin, setzen Sie sich nicht mehr für die Medizin, das Medizinverständnis ist sehr harmlos, der nachweislich schon so und so viele Menschen von Krebs geheilt hat, während die Mediziner nichts zusammenbringen und der Hammer macht die alle gesund. Und hat eine wilde Anfrage und jetzt redet die Frau Petrovic und auch durch eine gewisse Logik hat für die Impfgegnerpartei auch am Heldenplatz und bedient sich auch der Diktion der Rechtsradikalen. Da hat sie gesagt, bei einer dieser Veranstaltungen, da riecht sich daran niemand, der vom Schauer bezahlt wird und niemand, der von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Das sind seine Argumente. Wie wir nichts zusammenbringen,
Vielleicht ist eine Statistik herausgekommen, ist der Überlebensdauer am Krebs. Da kenne ich mich wirklich aus. In 5 Jahren hat die Sterblichkeit bei Männern um 6% abgenommen, bei Frauen 4%. Der Unterschied wird darauf, dass Männer noch immer mehr rauchen als Frauen. Das heißt also, das ist zum ersten Mal, dass wir es erleben, dass die Sterblichkeit an einer derartigen Aggressivkrankheit abnimmt. Das ist dazu, was wir schon gesagt haben. Auch das wird in dem Buch beschrieben, und das ist schon kurz erwähnt, dass gerade die ganz moderne und wirklich sehr heilsame Genforschung besonders suspekt ist. Also es gibt in Österreich eine ausgeprägte Skepsis, gemeinsam mit Griechenland ist Österreich in der Wissenschaft immer ganz vorne dabei zu finden. Wissenschaft wird als elitär empfunden, und das spielt sich auch, manchmal spielt sich das auch mit der politischen Debatte wieder, nicht nur bei der FPÖ, nicht nur bei so Querschlägerinnen wie der Frau Bentwitsch. Ihr beschreibt sich im Buch auch den Landeshauptmann Haslauer, als es um den Lockdown ging, der lustige Antivirologen-Witze gemacht hat. Ja, der Haslauer ist ein Vertreter dieses Wissenschaftspopulismus, der dann ja wörtlich dann gesagt hat, irgendwie, die Virologen wollen ja eigentlich nichts anderes, als dass die Leute da haben sie sich nur verwundern und unverfahrt es sterben. Ne? Und da hat man ihnen nicht glauben. Also, das ist schon sehr traurig. Aber das mit den Genen, es ist ja, man glaubt es ja nicht, wenn man in einen Supermarkt geht und dort kriegt der Gemüse oder irgendwas anderes eingepackt in den Teil und da ist dann ein Pickel drauf und da steht drauf genfrei. Das ist also eine ganz neue Idee, das müsste ein Stein sein, da oder jetzt so, dass da eine da oben ist. Also es gibt durch dieses seinerzeitige Volksbegehren ist da natürlich auch viel Unverständnis verbreitet worden. Es waren 100.000 Unterschriften gehabt. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die glauben, dass Gene giftig sind oder was sie glauben, was ähnliches. Und in dieser Umfrage, die ich schon zitiert habe, sagen 40% genbiologische und Genforschung kann nur zu Unheil führen. In Österreich sagen 40%. Das ist natürlich schon eine erschreckende Geschichte, wenn man weiß, was viele dieser Erfolge, die der Christoph erwähnt hat, gerade diese Forschung verfußen. Der Großteil der Erfolge, zum Beispiel, fußt auf dem Cancer Genome Project, der eine Konsequenz war aus dem, also die Konsequenz war der Cancer Genome Atlas. Dass wir wissen, wie viele, dass es so und so viele Moleküle gibt, die Krebszellen am Laufen halten, und dass es Medikamente jetzt gibt, das wurden, glaube ich, seit dem, der Herr Rektor Müller wird das viel besser wissen, aber ich glaube, seit dem Jahr 10 waren es 100 Medikamente allein in der Onkologie, die gezielt auf solche Moleküle wirken und damit auch das Überleben verlängern. Das heißt also, da sieht man, was für einen Quatsch so zu viele Menschen aufsitzen, denn wenn sie erkranken, dann wollen sie es haben. Ich muss das Zitat von den Haslauer nachliefern. Das ist also Haslauer im November 2021, noch nicht so lange her, sein Bundesland war schwer heimgesucht von Corona damals schon, und er hat also strikt alle Maßnahmen ausgeschlossen mit den Worten: Den Virologen wäre es am liebsten, wenn jeder einzelne Salzburger und Oberösterreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und kann niemand infizieren. Er wird dann halt leider aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten. Für einen Landeshauptmann auch nicht keine schmückendes Zitat. Das führt uns zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Wir haben es jetzt von verschiedenen Seiten beleuchtet, aber warum hat Wissenschaft so einen geringen Stellenwert? Also ich glaube, dass wir das sehr unterscheiden müssen, bei wem und wie und wo.
Ich fange mal von oben an. Erstens glaube ich, dass Wissenschaft viel zu wenig öffentlich gefördert wird. Und ich möchte sogar eine, jetzt vielleicht eine polemische, aber vielleicht Meinung sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jeder Wissenschaftsminister weiß, was Wissenschaft bedeutet. Ich bin mir sogar sicher, dass nicht jeder Wissenschaftsminister weiß, was Wissenschaft bedeutet. Es gab einmal einen Wissenschaftssprecher, der Brauneder geheißen. Der war der Wissenschaftssprecher der FPÖ und auch internationales Präsident, erster, zweiter, dritter. Der war Dritter und der war Verfassungshistoriker. Genau, nein, der war Rechtshistoriker. Rechtshistoriker. Und den haben wir einmal eingeladen in die Gesellschaft der Ärzte. Wolfgang, ich glaube, du wirst dich erinnern. Da haben wir mal eingeladen in die Gesellschaft der Ärzte vor irgendeiner Wahl, um zu fragen, welche Partei steht wofür. Und daraufhin hat der Herr Braunhilde, der Professor war für Rechtsgeschichte und so weiter, gesagt, ich weiß nicht, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt für jede Zeile 5 Schilling haben, die Sie schreiben? Dagegen ist das Zitat vom Haslauer Lehrer. Das heißt also, ich glaube, dass Wissenschaft als solche viel, viel zu wenig gefördert wird. Es gibt hier niemand irgendetwas auf wissenschaftlichen Fortschritt. Ich sage es, wie es ist. Es gibt so Staatswissenschaftler, mit denen halt, was ich, mit denen man Fußball spielt oder so irgendwas, und da kriegen sie was dafür, aber nicht deswegen, was so gescheit sind, sondern was sie mit Fußball spielen. Und das ist es dann auch schon. Wenn man weiter hinuntergeht, wenn man sich das so überlegt, dass jeder Landeshauptmann so stolz ist, dass er dann eine Universität hat, die dann anderen Universitäten letztlich das Geld wegnimmt, ohne selber so grandios Werke zu vollbringen, dass man dann im wissenschaftlichen, weil man kann ja alles im Internet nachsehen, im wissenschaftlichen Diskurs dann die großen Publikationen findet, gar nicht. Und die dann, was ich, die Universitätsklinik um 16 Uhr sperren, weil leider die Computertomographie zugesperrt wird. Dann muss man natürlich sagen, die Sache beginnt dann ein bisschen schon heikel zu werden und fast gefährlich zu werden. Und dann kommt es, glaube ich, noch tiefer zu den Kindern, die letztlich Wissenschaft nicht lernen. Und ich glaube, dass hier eine große Notwendigkeit besteht, einer wirklichen Bildungsreform. Und nicht nur einer Pseudo-Bildungsreform, dass man sagt, die neue Mittelschule, die vorher Hauptschule geheißen hat, heißt jetzt neue Mittelschule. Ich meine, also mehr Schmäh führen kann man eigentlich nicht. Sondern es gehört tatsächlich eine tatsächliche Bildungsreform her, wo wir uns überlegen, was ist zeitgemäß. Mein jüngster Sohn ist 26 Jahre alt. Und sein Lehrplan hat sich nicht sehr unterschieden von meinem. Es gibt kaum eine ordentliche Biologie, es gibt kaum eine ordentliche kaum eine ordentliche Zeitgeschichte. Es gibt kaum einen ordentlichen Zugang zur modernen Welt. Ich möchte vielleicht das als Beispiel sagen, ich bin schon fertig. Ja, mein Sohn hatte eine Zeichenlehrerin, die so gepierst war und so ganz, ganz cool war und tätowiert und alles. Und ich habe mir gedacht, cool, die werden die Kinder beibringen, wirklich was moderne Kunst, das leider. Und ich bin immer mit meinen Kindern, auch mit meinem Sohn Lukas, bin ich immer ins Museum gegangen und habe denen so gezeigt, irgendwie, das kann halt nicht anders. So schaut das so halt moderne Kunst aus. Und daraufhin hat der Lenny einen violetten Baum gezeichnet in einer Winterlandschaft. Daraufhin ist die Gebirste, Getatutete, gekommen und gesagt, ach, so ein Blödsinn, seit wann sind Bäume im Winter violett? Ja, der ist ein Baum, und genau das Gleiche passiert mit der Biologie. Und aus. Auf deine Frage, Eva, es gibt in Österreich einen Begriff, der offenbar hier in Österreich weit populärer und wichtiger ist als in vielen anderen Ländern. Und das ist der Begriff, und der schlägt Wissenschaft in vielen Bereichen, das ist der Begriff des Hausverstands. Der Hausverstand ist in Österreich was ganz, ganz Wichtiges. Und es ist kein Zufall, dass eine große Handelskette ewig schon rumrennt mit dem Hausverstand als Einkaufswerbung. Es hat eine
Wiener Forschergruppe mit dem Austrian Corona Panel Project 1500 Befragte versucht zu eruieren nach dieser ernüchternden Eurostat-Erhebung im vergangenen Herbst und hat versucht zu eruieren, warum ist es in Österreich so. Und da sind folgende Ergebnisse herausgekommen und das ist schon beunruhigend. Also, den Satz, was die es sind immer Sätze vorgegeben worden und den konnte man zustimmen oder sie ablehnen. Da ist zum Beispiel der Satz vorgegeben worden, was die einfachen Leute verbindet, ist, dass sie im Alltag ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen. Okay, gut, kann man sagen, ja, passt, hat doch wird die Mehrheit zugestimmt, da kann man ja noch dafür sein. Ja? So, dann ist aber ein brenzlig geworden. 27% waren der Meinung, wir sollten uns mehr auf den gesunden Menschenverstand und weniger auf wissenschaftliche Studien verlassen. Also, wenn ich eine wirklich ernsthafte Erkrankung habe, gehe ich lieber zum Christoph als zum Billa. Ne? Gesunden Menschenverstand. Ne? Also, das ist absurd. Ja? Und die behandeln sich dann halt selber mit irgendwelchen Umschläge, kalten und warmen Umschlägen. Und das wird halt dann natürlich nicht besser. Und dann ist ein weiterer Satz vorgegeben worden, der heißt, Wissenschaftler sind ohnehin nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Und denen haben auch nur immer ungefähr 20% zugestimmt, das ist jeder Fünfte. Die Wissenschaftler, die wollen ja gar nichts erforschen, sondern die wollen ja nur verdienen. Ja, das ist halt schon eine Grundlage für diese Wissenschaftsfeindlichkeit und Ablehnung. Wobei ich auch der Wissenschaft eine ganze exkulpieren kann, weil die müsste sich auch besser verständlich machen. Ne? Die müsste sich besser mitteilen natürlich auch, weil sehr viele Leute haben offenbar das Gefühl, Wissenschaft ist nur was für die Eliten. Da unterhalten sie die Eliten über Sachen, die wir eh nicht verstehen. Also was hermetisch abgeregt. Was hermetisch abgeregt. Das ist ja besser geworden, also, aber nicht lange noch besser geworden. Ich kann mich erinnern, wir haben im Profil 1997 oder 98 als erstes Printmedium überhaupt eine Wissenschaftsseite eingeführt. Ja, und das ist noch nicht so lange her. Und da waren die Vorreiter, der Robert Buchacher hat damals diese Wissenschaftsseite gemacht. Das hat man nicht, das ist noch nicht so lange her. Seither ist viel passiert. Es gibt Wissenschaftsmagazine und alles Mögliche. Gehen wir vielleicht aber ganz kurz noch einmal weiter zurück. Es war ja auch Österreich schon weiter. Es wird im Buch beschrieben, dass unter Maria Theresia, Kaiserin, es erste Impfkampagnen gab. Jetzt nicht nur aus Herrenmotiven, natürlich ging es auch immer um die Thronfolge und um die Sorge, raffen uns die Bocken womöglich alle möglichen Thronfolge hinweg. Deswegen gab es Impfkampagnen, es gab Belohnungen für Ärzte, Ärztinnen, glaube ich, gab es damals noch nicht, die besonders viele geimpft haben. Es gab Prämien, es wurde auch in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Namen haben wir veröffentlicht. Wer besonders viel geimpft hat, ist in der Wiener Zeitung gestanden. Lobend erwähnt worden. Es gab dann schon 1802, habe ich aus dem Buch gelernt, erste Impfstraßen in Österreich. Man war eigentlich schon relativ weit. Es gab aber auch die Gegnerschaft. Es gab eine Zeitung namens Impfgegner und es gab natürlich dann auch Andreas Hofer, der dagegen war. Also wir haben jetzt viel über die Nazis und diese Folgen gesprochen. Wie prägend war denn das? Also Anti-Kaiserinnenschaft, Andreas Hofer, wie sehr wirkt denn so etwas bis heute nach? Die Impfung ist immer von oben gekommen eigentlich und die Herrscherhäuser in Europa haben die Bockenimpfung sehr forciert, weil sie Angst um den Erhalt der Dynastie hatten. Von den 16 Kindern der Maria Theresia sind 6 an Bocken erkrankt und 3 gestorben. Im englischen Königshaus netto. Und die Maria Theresia hat natürlich Angst gehabt, dass ihre beiden Söhne Josef und Leopold auch an den Pocken sterben und hat eben forciert diese damals schon wirksame Inokulation, wie man das genannt hat. War ein gefährlicher. Beide Schwiegertöchter sind gestorben. Beide Frauen sind gestorben. Sie sind aber auch erkrankt. Ja. Sie hat ja die Spiegel dann entfernen lassen. Wegen der Narben. Ja. So, mit den Andreas Hofer, das war so eine Geschichte. Nach der Schlacht bei Austerlitz hat Napoleon Bayern bekommen und Bayern bekommen und Bayern wurde zur Belohnung, weil die Bayern an seiner Seite gekämpft haben, haben sie Tirol bekommen. Nun hat ihn Napoleon war nicht nur ein Feldherr, der Europa erobern wollte, sondern auch ein Modernisierer ein bisschen und der hatte eine Impfpflicht in Frankreich eingeführt, in allen seinen Vasallenstaaten dann aufgegolten, unter anderem auch in Bayern. Und da die Bayern Tirol übernommen haben, hat dann auch in Tirol die Impfpflicht begonnen. Und das war der Tropfen dann, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und ein
glaube, ein Jesuit war das, oder ein Pfarrer jedenfalls, hat dann von der namens Haspinger hat also dann gesagt, also das geht jetzt nicht mehr, da wird uns der Protestantismus eingeritzt. Nicht? Also es war damals schon das Bild, dass dir etwas eingeritzt wird mit der Bocken, mit der Impfung. Damals ist das auch geritzt worden, so wie bei uns allen da, ist es damals auch geritzt worden und man hatte Angst, dass den braven katholischen Tirolern da der Protestantismus eingepflanzt wird. Und das hat dann so das Fass zum Überlaufen gebracht und dann ist dieser Aufstand dann aus vielen anderen Gründen auch. Es wurden bestimmte Riten verboten und bestimmte Feiertage verboten. Aber das hat dann das Fass zum Überlaufen und dann hat es diesen Andreas Hofer Aufstand gegeben. Der Hofer war eine Zeit lang ganz erfolgreich und hat dann in Innsbruck so eine Art katholische Taliban-Herrschaft errichtet. Also da gibt es Beispiele, dass sie haben sogar Judenhäuser gestürmt, also das war nichts besonders nichts Gutes. Und ja, dann haben abgeschnitten, den Frauen. Den Frauen die Haare abgeschnitten und alles Mögliche. Und sie mussten sich verhüllen. Aber ist quasi der Widerstand oder der Protest gegen Impfung auch immer ein Protest gegen, ich zitiere es jetzt bewusst so, die da oben, die Eliten, was immer damit gemeint ist? Ja, aber das ist ein bisschen nach dem Motto der Mama zum Trotz steche ich meistens auch aus. das ist schon richtig so, was Sie sagen. Ich glaube auch, dass das ein Protest ist. Aber es ist schon eine große Portion an Wahn dabei. Und auch eine große Portion Angst an Angstneurose. Ein Wahn, glaube ich, ist durchaus auch, wie gesagt, meiner Meinung nach eine repräsentative Portion. Wenn ich mir so manchmal die Demonstrationen anschaue und dann die Statements, die auf diesen komischen Bühnen abgehalten werden, dann würde ich die Redner nicht alle für ganz dicht ansehen. Also ich würde schon sagen, der eine oder andere hat da schon einen Wahn. Oder er schützt ihn vor aus politischen Gründen. Weil die anderen, die ihn wählen, auch einen Wahn haben. Und es daher opportun ist, wenn er so tut, als ob er einen Wahn hätte. Es ist halt leider auch so, dass das auch politisch, das muss man schon sagen auch, dass das auch politisch geschürt wird. Da muss man, du hast selber die Profile dafür, einige Geschichten noch dazu. Ich würde die Rechtsradikalen als eine Minderheit in diesen Aufmärschen da einschätzen. Es ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind irgendwie esoterische, verblasene, Spinner vielleicht, fehlinformierte, okay. Aber die Botschaften, die sie bekommen sie hauptsächlich von Zeitungen und von Medien, die aus dem rechtsradikalen Umkreis kommen. Wir haben in dem Buch einige aufgezählt. Die Finanzierung eine Fernsehstation in Linz, der Wochenblick, das ist eine in diesem Kreis sehr verbreitete Zeitung, die Medien der Identitären, das wird alles finanziert von der FPÖ. Ja, sagen wir es, wie sie ist. Es wird finanziert von der FPÖ, namentlich von der oberösterreichischen FPÖ, die Zugriff auf, weil sie in der Regierung sitzen, Zugriff auf Kohle hat. Und die sponsern diese Medien mit einigen hunderttausend, Rotprofil hat dann immer wieder aufgedeckt, mit einigen hunderttausend Euro pro Jahr werden die mit Inseraten gesponsert, diese Zeitungen und Internetmedien, da gibt es eine ganze Corona davon. Und die verbreiten diese Botschaft, die pflanzen den Leuten diese Blödheiten in den Kopf, Unfassbarkeiten, die man ja sich nicht ausdenken kann, was da behauptet wird. Ein Begonnen-Unternehmen in viel größerem Maße ist ja das noch in den USA und das in den USA ist ja nicht so ungewöhnlich. Also ich habe da durchaus ja auch das selbst erlebt, wobei ich glaube, dass das interessanterweise zunimmt. Mit dem Fortschreiten der Wissenschaft wird, glaube ich, die Wissenschaftsleugnung deutlich mehr. Also das ist so mein persönliches Gefühl. Natürlich ist es so, wie Sie sagen, dass wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich es zu simplifizieren oder mich dagegen zu wenden, weil ich es eben nicht verstehe. Das kann natürlich durchaus der Fall sein. Trotzdem glaube ich, ist sehr, sehr viel aus USA an dieser Elitenskepsis mit der Wahl von, oder in der kurzen Zeit vor der Wahl von Trump gekommen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr heftig importiert wurde. Dennoch habe ich den Eindruck, dass wir, und da haben Sie vielleicht recht,
wir nicht in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge leicht zu transportieren. In umgekehrter Weise weiß ich eigentlich auch nicht, wie der Apple das gemacht hat, dass das iPhone funktioniert. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, warum geht eigentlich der App auf? Ich glaube nicht, dass man alles bis zum Letzten verstehen muss. Dennoch glaube ich, ist diese Angst und gleichzeitig diese konservative Einstellung mit gleichzeitig überlieferter Tradition zur Simplifizierung, glaube ich, durchaus ein großes Kapitel. Die USA ist halt leider wirklich eine furchtbare... Ja, aber wiederum... Wo sowas spricht, halt natürlich... Aber wiederum, es ist dort, glaube ich, das ist eigentlich die Heimat der Bildungslosigkeit, weil die Bildung dort ein Privileg ist. Ja. Noch viel Geld kostet. So ist es, deswegen, das meine ich ja. Die Bildung ist dort ein Privileg. Es ist von dieser Quanon-Bewegung, da ist ja auch diese Theorie, die im Prinzip alle die verbindet, die da immer jeden Samstag da auf der Schallingstraße marschieren, das ist diese Theorie vom Great Reset. Ja? Das ist eine ziemlich vage Theorie, wo sich jeder seins hinein interpretieren kann, aber im Prinzip geht sie so. Die Eliten, da gibt es Eliten, die haben sich abgesprochen, da kann jeder sagen, wer die Eliten sind, die Bilderberger, die Freimaurer, die Juden, was ich, die haben sich abgesprochen, das Soros, der Rothschild, wo man immer fragt, welche Rothschild meinen die, ja, der Rockefeller, Rockefeller meinen die, die haben sich alle abgesprochen und die wollen die Weltherrschaft erreichen, ja, irgendwie. Und wie gesagt, da kann man alles hinein, da ist jeder frei, sich die Gruppe auszusuchen. Die wollen die Weltherrschaft und das ist der Beginn. Die Corona-Diktatur ist der Beginn der Einschränkung der Freiheit. Ja? Und wenn du jetzt als Journalist was darüber schreibst, sonst ist es ein Blödsinn, sagst, na, du steckst mit denen unter einer Decke. Die Lügenpresse steckt natürlich mit denen unter einer Decke. Ich versuche mit einigen Leuten dazu zu reden bei diesen Demonstrationen und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen da, du steckst mit ihnen unter einer Decke oder du bist zu blöd, um das zu durchschauen. Nicht? Also du kannst es ausholen. Besser blöd wie verbrecherisch. Ich habe eine Frage noch hier herum, bevor ich dann das jetzt quasi die Vorwarnung an Sie weitergebe. Nämlich, wir haben jetzt ja bemerkenswerte Zeiten hinter uns, die Pandemiezeiten, in denen viel passiert ist. Wir alle können relativ flüssig über Inzidenzen reden, über FFP2-Masken, über alles Mögliche, über Impfstoffe etc. Also wir sind alle quasi Hobby-Virologen und Virologinnen geworden. Es sind zusätzlich eine Menge tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Medien präsent gewesen, wo man sich gedacht hat, schauen, wir haben da eigentlich ganz tolle Leute. Auf der anderen Seite werden Ärztinnen und Ärzte beschimpft, sind unter Polizeischutz, wird Pflegerinnen und Pflegern geraten, kommt es nicht in Uniform, geht es nicht auf der Straße, fährt es nicht in den Öffis. Also wie hat die Pandemie Österreich uns verändert? Wie hat es diese auch Antiwissenschaftlichkeitsstimmung verändert? Also medizinisch ist eine Katastrophe passiert, aber nicht nur in Österreich, sondern international. Es ist so, dass wir eine Analyse, ich gebe es ein Journal heraus für die Europäische Onkologengesellschaft, und es ist so, dass ein Drittel aller Onkologen sich überlegen, den Beruf zu wechseln. Und 28% sich überlegen, den Karriereweg zu wechseln. Im Journal of the American Medical Association ist am Sonntag ein Artikel erschienen, wonach einer von fünf Ärzten aufgrund von Corona den Beruf aufgeben wollen. Das ist vis-à-vis einer Situation, wo Erkrankungen, also im onkologischen Bereich, deutlich zunehmen. Das heißt, wir haben eine höhere Inzidenz bei einem gleichzeitigen Mangel an Versorgungsmöglichkeiten, die auf uns zukommt. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf Intensivstationen, dass das Pflegepersonal, das ja wirklich essentiell in dieser ganzen Geschichte ist, dass das Pflegepersonal tatsächlich an einem Burnout nicht entlangschraubt, sondern ein Burnout laboriert. Dass Pflegerinnen und Pfleger tatsächlich weggehen wollen, weil sie sich das nicht mehr
letztlich damit nicht mehr umgehen können. Wir haben ein unglaubliches Pflegedefizit in Österreich, das eine Katastrophe ist, angesichts dessen, was wir an pflegenden Kräften brauchen werden, nicht nur im Spital, sondern auch außerhalb des Spitals, wegen der Überalterung der Bevölkerung. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir hier ein Erdbeben, das wir noch gar nicht verstanden haben. Gleichzeitig ist es so, dass wir eine Medizinversorgung haben, die, muss man sagen, exemplarisch in der Welt, für die Welt ist. Wir haben tatsächlich, wie Sie gesagt haben, großartige Wissenschaftler, bei gleichzeitiger mangelhafter Anerkennung durch gewisse Teile der Bevölkerung. Wir haben auch gleichzeitig, und das kann ich auch ohne weiteres, glaube ich, sagen, es ist kein großes Rätsel, ich selbst hätte mir nie gedacht, dass die Medizin jemals ein finanziell kompetitives Fachgebiet werden wird, was es geworden ist. Wir wissen, dass sehr begabte Leute, gar nicht so weit weg von hier, 400, 500 Kilometer in Berlin bereits, sehr hohe Gehälter bekommen, weil die Charité zum Beispiel diese Leute haben möchte, weil sie Aushängeschilder sind. Wir sind noch nicht so weit und in Wirklichkeit haben wir letztlich eine Plus-Minus-Mangelverwaltung, je danach, wie man es verhandelt und je danach, wie es erwies ist. Also ich sehe hier ein extrem düsteres Bild, muss ich ehrlich sagen, das noch verdüstert wird durch eine Migration, die jetzt auf uns zukommt, wo wir menschlich aufgefordert sein werden, Hilfe zu leisten, aber wo letztlich eine Stadt in der Größe von Graz in der Zahl der Bevölkerung, die auf uns zukommt, zu uns kommen wird, die medizinisch unterversorgt ist. Dort in der Ukraine sind etwa 12% aller Kinder Masern geimpft. Wir haben eine horrende Zahl an Tuberkulosen, horrende Zahl an therapieresistenter Tuberkulose. Also ich glaube, dass das ganze Desaster erst anfängt. Ja, die Erkenntnis, dass ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung sich der Wissenschaft verweigert und dass es so weit gekommen ist, dass Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen und Ärztinnen sich verstecken müssen unter Polizeischutz und das Haus verlassen, ist absurd. Ne? Wie weit ist es gekommen? Das waren angesehene Berufe natürlich und geschätzte Berufe und nun sind wir in einer relativ kurzer Zeit, in zwei Jahren sind wir dort angegangen, wo wir jetzt sind. Wir haben da einige Beispiele auch drinnen. Und wo man Leute hat, die also den größten Unsinn, man glaubt es ja nicht. Ne? Also ich bin nur das Beispiel, weil wir gerade über die USA zuerst geredet haben, von den Echsenmenschen. Von den Echsenmenschen erzählen. Es gibt eine, die dümmste Theorie, die da auch herumgetragen wird, sie ist die von den Echsenmenschen. Es leben in den Höhlen unter uns, leben Echsen, ähnliche Menschen, Geschöpfe, die sich paaren mit echten Menschen und da kommen dann für uns nicht erkennbare Echsenmenschen heraus und die beherrschen die Welt. Die zum Beispiel sind die Familie Bush, das englische Königshaus und so weiter. Frau Merkel, Echsenmenschen und Prinzessin Diana musste sterben, weil sie denen draufgekommen ist, dass sie Echsenmenschen sind. So, jetzt glaubt man, das sind Verrückte. Ja, jetzt glaubt man, das sind Verrückte. Aber 5% der amerikanischen Bevölkerung glaubt das. Ja? Also das ist immerhin einer von 20. Wenn man so einen Saal dann sagen wir da von 100 Leuten, haben wir immerhin 5, die das glauben würden. Ja. Ich bitte ihn anzureden. Das ist bitte auch. Vielleicht einer davon. Das sind die gefährlichsten. Die geimpften Echsenmenschen sind die gefährlichsten. Man muss auch sagen, zum Beispiel, ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwelche familiären dynastischen Gedanken hätte, aber Robert Kennedy ist so einer, der davon lebt. Ja. Das ist der direkte Sohn vom erschossenen Robert Kennedy. Das ist einer der Anführer dieser Bewegungen dort. Wir haben da ein eigenes Kapitel über diese, wer von denen profitiert. Da gibt es Profiteure, ne? Da gibt es gerade. Es gibt sehr wohl. Die verdienen Millionen pro Jahr mit jetzt. Das ist sehr viel Geld unterwegs. Ne? Einer der Prominenten ist der Robert Kennedy. Jetzt gibt es sehr wohl Profiteure und ich glaube, das ist auch sehr wesentlich zu sagen. Also man soll nicht nur glauben, dass das nur naive, blauäugige, dumme Menschen sind, ganz im Gegenteil. Es ist auch ein Geschäft. So ist es. Es ist auch ein riesiges Geschäft. Und wenn man sich anschaut, wie Alternativmedizin oder Komplementärmedizin verkauft wird, dann muss man ehrlich sagen, weiß man, woher vieles davon kommt.
Vielen Dank, sage ich jetzt allen Zuseherinnen und Zuseher, die via YouTube dabei waren. Wir hier machen weiter. Ich sage es